Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts, eures österreichischen Laufpodcasts und auch dem offiziellen Podcast der Berglauf- und Trailrunning-Weltmeisterschaft 2023 Innsbruck-Stubai. Das erwähne ich deshalb, weil da sind wir schon ein bisschen stolz drauf. Und damit wir dieses hochkarätige Feuerwerk an Gästen auch weiterhin fortsetzen können, haben wir uns natürlich auch heute wieder jemanden eingeladen. Mit mir meine ich das mal nur mich leider, weil der Flo wie nennt man denn das, Krankenbruder spielt, bei Krankenschwester ist er nicht. Aber wir grüßen ihn an dieser Stelle bei seinen väterlichen Pflichten und hoffen, dass es seinem kleinen Mann wieder gut geht, bis das Ganze ausgestrahlt wird. Dabei könnt ihr ihn nicht unterstützen. Ihr könnt uns natürlich aber gerne unterstützen auf Steady oder Patreon. Dort kriegt ihr auch die ganze Geschichte hier werbefrei. Märzheimers, Frühjahrsputz. Also, man schaut, was hat man herumliegen. Man sortiert das aus, was man immer braucht. Und schaut, dass die Sachen, die überbleiben, auch wirklich Sinn machen. Das ist für mich AG1. Das ist ein Supplement, das einfach viel andere Sachen überflüssig macht. Du brauchst nicht 420 kleine Döschen und Pillchen und Sackerl und Dinge, sondern in der Früh Dose auf, Löffel in den Shaker, Wasser dazu, schüttel, 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 trinken, fertig. Und ungefähr so lange, wie ich jetzt drüber geredet habe, so lange ist es auch schon. Das war es dann schon. Das ist wirklich ein Fundament für einen ordentlichen Start in den Tag. Cool ist, mittlerweile bekommt ihr nicht nur 60, sondern 90 Tage eine Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, ihr checkt euch das einmal im Abo. Das ist alles, was ihr machen müsst. Ihr bestellt es und kriegt es angeliefert. Und habt dann 3 Monate Zeit, das einfach völlig risikofrei zum Testen, in dem neuen Shaker, der neue Shaker, Silberfarbener Edelstahldeckel. Und das war's. Also so habt ihr einfach relativ easy an Grundlage gelegt für eine ausgewogene Nährstoffversorgung. Wenn ihr das noch kombiniert mit Sport und einer gescheiten Ernährung, seid ihr schon vorn dabei. Dementsprechend testen auf athleticgreens.com/laufendendecken und wenn ihr es bei uns macht, also Aktion exklusiv für unsere Hörer, kriegst du einen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 dazu, 5 Travel Packs, die kannst du auch mitnehmen, wenn du unterwegs bist, und die passt tatsächlich in jede Hosentasche. Und zacki, eine Routine, die so einfach ist, dass wirklich jeder durchhalten kann. athleticgreens.com/laufendendecken. Ausprobieren, glücklich sein. Oder ihr könnt uns natürlich unterstützen, indem ihr uns auf Instagram und Facebook folgt und das Ganze liked und uns dort mit Feedback füttert. Das haben wir auch besonders gerne. So, damit jetzt da ein bisschen inhaltlich auch zur Sache geht, darf ich trotzdem jemand zweiten bei mir begrüßen. Und zwar ist das dieses Mal der Sebastian Falkensteiner. Grüß dich. Hallo allerseits. Du bist wahrscheinlich, ich bin jetzt einmal ganz frech und sage, du bist jetzt da wahrscheinlich außerhalb der Szene in Österreich jetzt nicht so international bekannt, in dem Sinne, dass man sagt, ah ja, na, Kilian Jornet, Sebastian Falkensteiner, kenne ich beide in einem Atemzug. Aber du bist jetzt da, wenn man gerade die österreichische Elite anschaut und auch international, ja kein schlechter nicht. Also du bist jetzt vom ITRA-Ranking her ja tatsächlich ein sehr weit vorne gelegener Sportler. Woran liegt, dass man die nicht kennt in dieser Breite? Ja, zuerst einmal danke, dass mir du immerhin in einem Atemzug mit Kilian Jornet nennst. Ja, woran könnte es liegen, dass man mich nicht so kennt? Also ich starte erstens sicher mal nur bei sehr ausgewählten Rennen, die mir selbst wichtig sind und jetzt nicht unbedingt immer die namhaftesten Rennen oder Serien oder wie auch immer.
Dann wahrscheinlich investiere ich auch sehr wenig Zeit und Energie, mich selbst zu vermarkten, nämlich quasi fast gar keine. Und ein dritter Grund kann auch sein, einfach, dass meine Vergangenheit sehr divers ist und ich vieles ausprobiert habe und jetzt nicht einmal an und dasselbe Ziel verfolgt habe und mir da irgendwie Bekanntheit erarbeitet habe. Hm. Sondern ja, ich habe sehr oft hin und her gewechselt zwischen Sportarten, zwischen, oder nicht nur Sportarten, sondern auch Interessen generell. Und ja. Naja, das ist eher eine schöne Überleitung zu dem, wo ich hinkommen wollte, auch noch, weil es gibt ja mittlerweile, gibt es ja auch viele junge Athletinnen und Athleten, die mehr oder weniger die Leichtathletik anfangen und dann von der Laufbahn direkt auf den Trail von mir aus abbiegen und sagen, okay, Bahnlaufen ist nicht so meins, aber Berglaufen ist eher meins und dann halt mit, keine Ahnung, schauen wir uns die eine oder andere Athletin an, die sind, weiß nicht, 22 oder 23 und laufen noch in irgendeiner internationalen Serie schon mit. Und du bist ja jetzt keine 22 mehr, also du bist jetzt noch keine 40, aber du bist jetzt da mittendrin und kommst aber nicht von diesem klassischen Lauf, wie nennt man das, der Lauf Heranwachsphase, sondern du kommst ja vom Tennis ursprünglich. Genau, also vom Tennis und gleichzeitig Familienwanderungen in den Bergen, nenne ich so. Okay. Aber ja, also ich habe mit, ich glaube, 6 Jahren angefangen zum Tennis spielen im örtlichen Tennisverein. Ich und mein Bruder, wir haben beide viele Sportarten ausprobiert, aber Tennis war eigentlich das, was uns am meisten gefallen hat. Und das haben wir gemeinsam über 10 Jahre ambitioniert gemacht. Also es hat sich auch zwischendurch einmal die Frage gestellt, ob wir mehr wollen, ob es nicht vielleicht irgendwie für Richtung Profikarriere gehen soll. Das muss man vor allem im Tennis sehr, sehr bald entscheiden. Wann ist das sehr, sehr bald? Also ich vom Tennis keine Ahnung, das wüsste der Flo wahrscheinlich besser, aber wie? Ja, mit so 10 bis 12 Jahren in dem so Alter früh? Muss man dann anfangen zum Überlegen, wie viel Trainerstunden man sich leisten kann und will. Das ist das An und Auf in der Jugend im Tennis, weil die Technik sehr wichtig ist und einfach gut gelernt werden muss. Ja. Wenn man jetzt nicht ein Budget von, ich kenne ein paar, die es probiert haben und man redet da zwischen 30.000 bis 50.000 Euro im Jahr. Für Trainerausbildung und so weiter. Ja. Ja. Ja, das muss man sich halt leisten können tatsächlich, ja. Also und auch leisten wollen. Ja. Ja. Es hat sich mittlerweile ein bisschen gebessert, soweit ich das mitbekomme mit Tennisschulen und Akademien. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass die Kosten trotzdem nach wie vor sehr hoch sind. Und ja, nachdem das dann nicht so, also wir uns als Familie, nennen wir es jetzt so, dagegen entschieden haben, haben wir es trotzdem ambitioniert weitergemacht, aber eben nicht Richtung irgendwie Profikarriere oder sowas. Ja, ja, ja. Und dann hast du gedacht, okay, Tennis ist zwar jetzt ein Hobby und toll, aber wie bist du nachher irgendwie auf die Idee gekommen überhaupt, dass du jetzt vom Wandern ins Laufen übergehst am Berg? Ja, also beim Tennis in der Jugend ist es auch so, dass man so zusätzliche Leistungstests immer wieder macht, die haben wir auch gemacht, und da war ich beim Laufen immer ganz vorne dabei. Und zusätzlich hat es in der Schule auch immer jedes Jahr einen Laufwettkampf gegeben. Und da bin ich eigentlich einmal ganz vorne gelandet. Und ja, nachdem beim Tennis vor allem dann die Verletzungen gekommen sind, das war eher das Ausschlaggebende. Und ich noch mit Schmerzen spielen habe können, bin ich dann auf
was angestiegen, wo man am besten keine Hand- und Ellbogen benötigt, und das war Laufen. Ja, gut, guter Auswahlprozess. Ja. Aber warum dann nicht Straßenlauf, sondern Berglauf und vor allem so in Richtung Skyrunning? Das ist das einzige Laufen, wo man auch die Hände einsetzen muss. Das stammt zu einem gewissen Teil, ja. Nein, also ich habe wirklich tatsächlich zuerst auf der Straße angefangen und bin dann eben nicht nur bei dem bei demselben Wettbewerb bin ich Schüler in der Schülerkategorie gestartet und dann später auch in der Erwachsenenkategorie. Und das war dann ein 10 Kilometer Straßenlauf. Mhm. Und bin ich da einmal auf den Geschmack gekommen, dann war ich einmal eine Zeit lang im Ausland und dort habe ich es dann eigentlich vermehrt betrieben, also zuerst in den USA. Mhm. Und war ein relativ kurzer Aufenthalt, aber dann vor allem, wie ich in Eindhoven, in die Niederlande, ein Auslandssemester gemacht habe. Da bin ich auf der Uni in der Laufmannschaft gewesen und das war zum ersten Mal, dass ich mit einem Lauftrainer in Kontakt kam, nicht nur mit einem Tennistrainer. Mhm. Und der hat mir einige Tipps geben können. Und dann wie zurück war in Österreich, habe ich es dann weiterhin zuerst auf der Straße noch probiert, was auch ganz gut funktioniert hat gleich. Aber dann habe ich wieder gemerkt, in Österreich gibt es noch andere Optionen, die man gut liegen und mag vor allem eben, weil es kein sehr viel in die Berge unterwegs war, weil man doch kann man durch das Laufen irgendwie mit der Kindheitsleidenschaft verbinden und so bin ich über den, also mein erster Berglauf war beim Ötscher, der Mountain Run, der hat mir ja sehr, sehr gut gefallen und über den bin ich dann in die ganze Szene gerutscht. Mhm. Dass du in Eindhoven jetzt dann Berglaufen lernst. Ja, naheliegend. Aber weil du gesagt hast, du bist dort in die Laufmannschaft gekommen auf der Uni und du bist nachher wieder zurück nach Österreich gegangen. Bist du nachher dort auch in der Uni in einer Laufmannschaft gewesen oder kann man das überhaupt vergleichen? Also ist das ähnlich aufgebaut oder ist du in Österreich nachwuchsmäßig noch Luft? Also ich bin in Österreich dann zu einem Verein ganz normal gegangen, also in Lenz, beim Triran. Ja. Die haben aber genauso gut nicht nur Triathlon, sondern auch ein Laufteam oder das Team ist übertrieben. Also da versuchen sie Leute an zum Locken zu diesem bösen Sport. Ich glaube, das ist so die Anfüttergruppe. Das kann leicht sein, ja. Wir haben es nicht vollends zum Triathlon bringen können, aber ja. Stark sein, du musst. Widerstehen, du musst. Aber ja, es ist kaum zu vergleichen. Also in den Niederlanden ist das Vereinswesen generell anders als in Österreich. Also man kann sich so vorstellen, die Feuerwehr und Musikvereine, die es in Österreich gibt, sind in den Niederlanden Leichtathletikvereine. Okay, das heißt, jedes quasi Dorf hat irgendwo einen Leichtathletikverein. Ja, und die haben sehr viele Laufbahnen auch. Mhm. Also die haben gute Infrastruktur. Ja. Sie haben sehr viele Trainer. Okay. Haben mich auch gewundert. Also, und die engagieren sich alle auch ehrenamtlich. Also die sind nicht bezahlt und es gibt jedes Wochenende irgendwo einen Crosslaufbewerb oder einen Bahnbewerb. Das ist eigentlich die Niederländer sind. Ist das, kann man das vergleichen, dass man sagt, okay, das sind im Winter die Eisschnellläufer, die sie dort haben, sind im Sommer nachher die Straßenläufer, weil die dort sind sie auch sehr breit aufgestellt, glaube ich, beim Eisschnelllauf und beim Radlfahren. Ja, also Vereinswesen auch. Ich glaube, dass Laufen sogar wesentlich größer ist als Schnelllaufen und Radfahren. Okay. Also die Niederlande werden wir jetzt da gar nicht so als die Riesenlaufnation im Kopf gewesen. Ja, bei den Crossläufen bekommt man schon gut mit. Also es gibt einige große und bekannte Crossläufe, die tatsächlich in den Niederlanden stattfinden. Ja. Okay.
Ja, cool zu wissen. Also man jetzt dann natürlich mit der Ninke Brinkmann haben sie jetzt dann natürlich wieder auch jemanden, der so von nix auf gleich so Ding, da ist jemand ganz vorne dabei und am Trail halt dann super schnell. Und das heißt, du bist dann in Österreich auch ein bisschen am Berg abgekommen quasi, weil es mehr Spaß macht oder einfach nur, weil es da war? Also mir gefällt schon sehr gut, muss ich mal sagen. Okay. Und ja, wie gesagt, das Kind habe ich sehr viel Zeit in die Bergen verbracht und ja, einmal nur gute Erinnerungen damit verknüpft. Und ich bin auch dann als Erwachsener einmal jedes Wochenende, wenn es irgendwie gegangen ist, in die Berge gefahren. Mhm. Also würde ich mal sagen, primär einfach, weil es mir sehr gut gefällt. Ja. Und ich habe auch gemerkt, dass ich gewisses Talent habe für manche Sachen im Berglauf, nicht okay. Für alles. Okay. Aber ich frage gleich noch, was ist das Talent? Auf oder ab? Floch. Zurückkommen zu von der Straße auf den Berg. Wenn ja, Floch, nein, also, wenn Floch deine Stärke ist. Nein, flach in den Bergen. Also wenn der Untergrund uneben ist, wenn es technisch anspruchsvoll ist, aber nicht zu steil ist, sagen wir so, dann kann ich das typischerweise sehr gut. Für irgendwie steil bergauf oder sehr, sehr laufbar bergauf fällt mir irgendwie noch ein bisschen was. Mhm. Und bergab kann ich größtenteils mit, aber da habe ich, nehmen wir es, körperliche Probleme in der Vergangenheit, die mir das teilweise schwerer machen. Einfach. Mhm. Wenn du sagst, geradeaus oder flach am Berg, wenn jetzt da man denkt, okay, wenn ich jetzt einen klassischen Berglauf hernehme, ist der ja vom Untergrund normalerweise einfacher, würde ich jetzt mal behaupten. Also wenn ich jetzt einen Glockner Berglauf oder so hernehme, ist der ja mit einem Sky Race im klassischen Sinn oder mit so einem Vertical K eigentlich schwer vergleichbar, weil die sind ja viel, viel technischer angelegt, üblicherweise wie ein Berglauf. Ja, also man muss aber dazu sagen, Großglockner Berglauf ist sogar noch eher von der schwereren Seite. Wirklich? Technisch gesehen. Wirklich? Also ich meine, klassische Bergläufe sind oft einfach nur über Schotterstraßen oder solche Sachen. Okay, nein, weil ich hätte es da, wenn ich es in Glockner Berglauf hernehme, also ich hätte ihn jetzt nicht als kompliziert genommen, aber ist halt, ja. Ja. Das ist halt ein Wanderweg. Fertig. Ja. Aber wenn man sich so anschaut, was er sieht, das Tromsø Sky Race oder so irgendwas oder irgendwelche wirklich ausgesetzten Passagen, wo Menschen mit am Seil entlang handeln oder wirklich nach oben klettern müssen, da ist ja das ein Riesenunterschied. Aber wenn du jetzt sagst, flach, was ist da gemeint, ist es so ein, was weiß ich würde jetzt den Mont Blanc Marathon hernehmen oder keine Ahnung, Sersenal vielleicht, also ein ganz schnelles Rennen, sowas? Nein, also typischerweise bin ich eher gut, wenn es vergleichsweise langsam ist, aber die Höhenmeter nicht zu stark, also die Daten nicht jetzt irgendwie sagen, okay, es ist 20% mindestens bergauf oder solche Sachen. Mhm. Also es gibt immer wieder flachere Passagen bei allen Rennen typischerweise, aber Sky Races oder so, und da sehe ich einfach, dass ich typischerweise auch zum die Besten zur Spitze eher aufhole, statt zu verlieren. Okay, ja. Und ja, das ist, wenn es, also wenn man jetzt zum Beispiel hernimmt, ein Vertical-Kilometer oder so, dann verliere ich einfach ein paar Minuten auf die 1000 Höhenmeter. Ja. Und das passiert, wenn es jetzt ja, nur 100 Höhenmeter bergauf geht, auf 5 Kilometer passiert mir das nicht. Okay. Ja, okay, das muss man einmal ein bisschen in eine Relation setzen. Wenn du sagst, du verlierst,
mir trotzdem in Windeseile enteilen, weil ich glaube, dein Vertical K ist bei 38 Minuten oder so, irgendwie ja, in die Richtung. Genau, ja. Und wenn ich mir jetzt nicht ganz täusche, also da mag man mich jetzt nicht drauf festnageln, aber ich meine mich zu erinnern, dass der Kilian Jornet, der hat eh von, oh, ich glaube von einem Österreicher, sie den schnellsten Vertical K zurückgeholt. Da gibt es irgendwie einen schönen YouTube-Film dazu. Ich glaube in 27 hoch oder 28 tief. Mhm, genau, also für mich ist das ein Weltunterschied. Ja. Oder eine ist zu eng. Ja. Schon, aber für unser einer, der dann noch einmal 15 Minuten langsamer ist, mindestens, ist 38 Minuten auf 1000 Höhenmeter schon brutal schnell. Und ein Vertical K ist halt nachher aus. Da ist keine Taktik dahinter, sondern das ist, schau, was deine Lungen und deine Füße hergeben und hau eine. Mhm. Das ist, glaube ich, das ist so wie das Drag Race des Berglaufs. Ja, kann man so sehen, ja. Aber du bist ja, was man so angeschaut hat, bist du ja, ich meine, erstens, für jeden, der sich jetzt fragt, wo du so Itra-Ranking-mäßig ungefähr bist, du bist, glaube ich, bei 850 Punkten ungefähr. Und das ist halt, ja, sowas, ja. Ich tue mir mit diesen Punkten immer ein bisschen schwer, muss ich zugeben, weil ich verstehe sie nicht. Also ich verstehe nicht, wie, auf welche Distanzen, welche Punkte zustande kommen. Weil gefühlt Distanzen zwischen 30 und 60 Kilometer schneller höhere Punkte geben wie 100 Meiler aus mir völlig unerfindlichen Gründen. Ich glaube, da ist die Formel dahinter irgendwie, weiß ich nicht, anders. Also soweit ich das bisher gesehen habe, sind die Itra-Punkte schon mal relativ guter Indikator für die Stärke von Läufer, unabhängig von der Distanz irgendwie. Es geht mir gar nicht so auf die relative Stärke zu den anderen gegenüber, sondern wenn du dir die kürzeren Distanzen hernimmst, sind die Punkte üblicherweise im Schnitt höher als auf die langen Distanzen. Also dass derselbe Läufer, wenn ich jetzt einen schnellen Läufer hernehme und sage, okay, was kriegt der bei einem Rennen über 20, 50, 100 Kilometer, kriegt er einfach 50 Punkte weniger, obwohl es der gleiche Läufer ist. Und dann sage ich so, okay, das ist, ich verstehe es nicht, aber... Soweit ich das bei mir im Kopf habe, ist relativ gleich auf alle Distanzen. Ja? Okay, ja. Cool. Also, okay, dann ist für mich irgendwie persönlicher Eindruck oder keine Ahnung. Aber du bist ja bei den Rennen, bei denen du antrittst, weil du bist so Hochkönigmann, Schlägeis mitgelaufen, du bist Limon extrem gelaufen, du bist da ja eigentlich fast immer weit vorn zum Finden. Suchst du dir Rennen taktisch aus oder wirklich nur noch diese Rennen morgen? Oder wie geht für dich so eine Saisonplanung vor sich? Also bisher habe ich eigentlich immer eher Sky Races bevorzugt, die vor allem bei der Skyrunner World Series vertreten sind, weil ich einfach auch die Konkurrenz gesucht habe immer. Okay. Also es gäbe kleinere Rennen auch und habe ich teilweise auch gemacht, aber eher als Vorbereitung dann. Und so, ja, sonst bei den technisch schwierigeren Rennen gibt es dann quasi nichts mehr drüber. Mhm. Aber wahrscheinlich werde ich es ein bisschen ändern, einfach weil ich Probleme habe mit meinem Knöchel, okay. Wenn es technisch schwierig ist und bergab. Und darum gezwungenermaßen muss ich sowieso jetzt das ein wenig ändern und ich sehe es aber auch einfach gleichzeitig als neue Chance mehr für andere. Disziplin ist jetzt übertrieben, aber für ein bisschen einfachere Rennen, nehmen wir so technisch gesehen,
mich dort einfach zu beweisen, weil bisher habe ich nicht nur die technisch schwierigen Rennen gemacht, sondern eben auch, wie wir schon erwähnt haben, war ich auf der Straße unterwegs. Also war es naheliegend, dass man versucht, die Mitte irgendwie zu optimieren. Okay, also sprich, nennen wir es mal, wie nennt man es, normale, unter Anführungszeichen, Trailläufe. Genau, ja. Die jetzt keine Sky Races sind. Ja. Aber ist da für die, sind für die da Serien relevant? Oder wie gehst du da vor, weil du jetzt gesagt hast, okay, für die ist jetzt die Sky Running World Series, war jetzt was, wo du gesagt hast, okay, die sind technisch anspruchsvoll, das ist so meins. Würdest du jetzt da sagen, okay, ich wechsle auf National Series von ITRA oder ich wechsle auf die Golden Trail Series oder ich suche mal irgendeinen Cup raus oder wie? Ich bin mir selbst noch nicht ganz sicher. Also was ich auf jeden Fall immer suche, ist ein starkes Teilnehmerfeld. Das ist für mich wirklich wichtig. Einfach erstens, weil ich den Vergleich mit den besten Athleten haben will. Und einfach so auch sehe, wie ich mich entwickelt selber und wo ich stehe. Und da sind eben zum Beispiel Rennen von der Golden Trail Series sicher interessant. Ja. Aber gerade in dem Bereich vom Traillaufen gibt es mehr, also auch sogar national. Kann es auch sein, dass zum Beispiel Bergmarathon, österreichische Meisterschaft, interessant ist. Da sind auch typischerweise starke Leute am Start. Ja. Und ja, also, genau. Also, letztes es gibt Jahr in Kainach die ersten drei, muss ich auch sagen. Also, puh. Die waren schon gut flott. Ja, er ging an Rita Andreas, der ist, ich weiß nicht, ob er schlussendlich gewonnen hat. Oh. Aber ich bin schon öfters gegen ihn gelaufen. Ja. Und, ja. Ja, die sind, ich glaube, die Zielzeiten waren 3 Stunden 16 bis 3:19. Das waren so die ersten drei. Mhm. Und das ist auf 4:40 mit knappe 2000 Höhenmeter. Das war schon gut flott. Ja. Aber ja, ich pick mir quasi solche Ereignisse und Rennen, wo ich vermute, dass einfach ein gutes Teilnehmerfeld ist, was für mich grundsätzlich irgendwie passt, terminlich erstens. Okay. Was ich auch immer ein bisschen im Auge behalten. Jetzt davon vom beruflichen her. Beruflichen, ja. Und natürlich auch sportlich, dass ich nicht irgendwie komplett vollen Kalender habe und so, ein bisschen Regenerationszeiten habe und solche Dinge und eine gute Vorbereitung machen kann. Ja. Ich habe jetzt nachgeschaut, ja, er hat gewonnen. Und ich bin verdauen in der Zeit, es war 3:26, 3:28, 3:33. Weil der Florian Brüller ist Zweiter geworden. Und der ist ja auf der Straße auch sehr schnell. Ja. Also das sind ja beide keine langsamen, nicht. Aber es ist ja interessant, nämlich insofern, weil gerade jetzt da diese Golden Trail National Series hat jetzt in den letzten Jahren Aufwind, glaube ich, kriegt. Ist da, wenn du jetzt sagst, du möchtest mit die Besten messen, sind diese National Series dann relevant überhaupt oder würdest du die machen, weiß ich nicht, zu sagen, okay, das wäre mir jetzt mein Sprungbrett, dass ich vielleicht in die internationale Serie komme? Ich würde es einmal so sagen, dass ich das einfach mal probieren will. Also ja, das ist bewusst das Wort will. Und man dann einfach einmal schaut, wo man steht, national, und wenn man sagt, okay, das ist sehr fordernd, national schon, dann passt das auch. Das ist vollkommen okay. Ich finde, man muss nicht immer jetzt ein großes Ziel vor Augen haben und unbedingt das erreichen müssen. Sondern wenn es am Weg dorthin schon passt, zwischenzeitlich, und ja, muss man nicht immer einfach noch mehr Herausforderung oder was auch immer suchen, sondern
kann auch dort verbleiben. Und wenn es sich dann ergibt, dass mehr möglich ist, dann würde ich das natürlich auch gern probieren. Aber ja, es muss jetzt nicht sein. Okay. Interessant finde ich es deshalb, weil du hast ja einige Verletzungen schon hinter dir auch. Munkelt man, weil du sehr schnell auch deinen Umfang und die Intensität gesteigert hast. Ja, das stimmt mit Sicherheit. Irgendwie, das ist auch sowas, das hört man immer wieder von verschiedenen Läufern, die dann so einen Lernprozess haben nach die ersten drei Verletzungen. So, okay, vielleicht war das ein bisschen gar. Ich will mich da jetzt überhaupt nicht ausnehmen. Und du hast aber jetzt umgeschwenkt und hast dir das erste Mal eine Trainerin genommen. Genau, ja. Um das weiter zu, also um Leistung zu steigern, um Verletzung zu minimieren, beides oder ganz anderer Grund? Ja, also primär war mir schon die Steigerung der Gedanke von meiner eigenen Leistung. Aber es ist natürlich auch schon immer wieder mal besprochen worden, wie man mit den Verletzungen umgeht, vor allem, weil ich habe angefangen mit der Trainerin, ich glaube, man kann sie beim Namen annehmen. Ja, natürlich. Also mit der Sandrina Illes zu arbeiten. Mhm. Und also das war im Oktober, November, sowas, 2022. Und seitdem bin ich leider bereits dreimal umgeknickt und mit Sommer dazu genommen viermal. Und habe mir zweimal davon was gerissen im Außenband. Oh. Genau. Aber ja. Wobei dann ist sie vielleicht ohnehin die richtige, weil sie ja mit der Lauftechnik und so weiter da vielleicht auch viel weiterhelfen kann. Ja, das ist sicher. Aber man muss auch dazu sagen, es ist immer bei mir derselbe Fuß, egal welche Verletzung ich habe. Und der Fuß ist einfach durch eine Verletzung, die ich vor mittlerweile nicht ganz drei Jahren erlitten habe, sehr stark geschwächt. Okay. Und also wenn ich umknicke oder sowas, es kommt erstens einmal einfach nur deshalb zustande, weil der Fuß selbst sehr schwach ist und zweitens passiert einfach viel schneller, was ist bei einem Gesunden. Ja. Nee, ich wollte jetzt nachfragen, ob es bei dir auch so war, weil beim Flo war es so, der hat offenbar leicht anfällige Knöchel durchs Tennis spielen, weil der hat früher auch Tennis gespielt in seiner Jugend. Aber bei dir war es nicht beim Tennis spielen, glaube ich, soweit ich es mitgekriegt habe, weil du gesagt hast, es war drei Jahre. Ja, also es war beim Skitouren gehen, beim Runterfahren bin ich mit einem Fuß einbrochen. Mhm. Also es war unter der Oberfläche ein See, kann man sagen. Ja. Und über den bin ich sehr schnell drüber gefahren und einbrochen und mir hat es halt also ganzes über den Fuß drüber gedreht, über den ausgestreckten Fuß. Okay. Und es sind halt im Knie und im Knöchel eigentlich alle Bänder, die man hat, gerissen. Ja. Das Einzige, was unbeschädigt geblieben ist, was nämlich sehr erstaunlich war für alle Ärzte, war der Meniskus. Weil im Normalfall sagt man, wenn sowas wie das Kreuzband, Innenband, Außenband, also das ist bei mir alles gerissen, Meniskus war unbeschädigt. Das ist tatsächlich interessant, ja. Ja. Aber ja. Haben alle gesagt, das haben sie noch nie gesehen, aber ja. Kommt anscheinend vor. Bergab fahren und also Skifahren und Skitouren gehen und also überall, wo du relativ schnell bergab irgendwo mit langen Hebeln unterwegs bist, passiert halt echt schnell was. Das ist. Also wenn was passiert, dann gleich ordentlich leider. Ja. Nee. Und also ich habe keine Operation gebraucht, was ein bisschen überraschend war, weil bei mehreren Spezialisten, weil das Kreuzband nicht zu 100%, sondern nur zu 99% gerissen ist, also ein kleiner Strang zusammenblieben. Okay. Und ja, recht viel mehr machen es bei einer Kreuzbandoperation auch nicht, als die zwei losen Stränge wieder zu verbinden, wenn es möglich ist.
Und dann warten, dass der Rest quasi sie wieder nachbildet. Ja. Mhm. Und durch das habe ich mir die Operation ersparen können. Das Einzige, was ich überlegt haben, war Syndesmoseband, das ist teilweise gerissen, das, also da haben sie gesagt, es könnte eine Operation notwendig sein. Mhm. Ja, aber es war anscheinend nicht der Fall. Ja. Wie arbeitest du da jetzt da dagegen? Also ist da im Sinne von vorbeugend, machst du das irgendwie spezial, weiß nicht, doppelt so viel Core- und Krafttraining oder irgendwie, dass du sagst, ich muss da jetzt vorbauen oder ich muss schauen, dass ich da speziell drauf schaue oder kann man da nichts machen? Also ich habe tatsächlich angefangen mit Krafttraining, seitdem ich bei der Sandrina bin, weil das auch für ihr, also nicht nur jetzt leistungstechnisch, sondern auch für Verletzungsvorbeugung eine Anmerkung war. Ja. Was mir als Tennisspieler immer sehr gut da hat, war Schnürsprengen. Mhm. Und das habe ich wieder angefangen. Also man muss dazu sagen, beim Schnürsprengen gibt es sehr große Leistungsschwankungen. Wenn man es nicht irgendwie gelernt hat als Kind, dann kann das sehr anstrengend sein. Ich habe das eben durch in der Tennisschule sehr gut gelernt. Das heißt, bei mir ist das eher entspannend als jetzt das Herz-Kreislauf-System ist wirklich anstrengend. Und das heißt, das kann ich einfach so mal 10 Minuten unaufgewärmt mehr oder weniger machen. Ja. Und sonst mache ich jeden Tag 10 Übungen. Okay. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Leute das 10 Übungen machen. Ich glaube, es wird immer populärer beim Laufen. Und ich habe gemerkt, in meinem linken Fuß ist das sehr hilfreich. Ja, das ist also so diese Grundstabilität einzukriegen. Ja. Also ich glaube, da bist du wirklich bei ihr an der ganz richtigen Stelle für solche Sachen. Wobei, an der richtigen Stelle ist ja auch komisch, weil du bist ja jetzt da auch fürs Bergtraining beruflich oder ausbildungstechnisch jetzt da nicht so ganz optimal positioniert, weil ich glaube, du bist einen Teil oder die ganze Zeit, das weiß ich nicht, in Leipzig und das ist jetzt auch nicht für die 3000er bekannt. Und die Distanz zur Trainerin ist jetzt da auch mehr als 400 Meter. Also irgendwie ist das Setting halb gut. Ja, also mit der Trainerin machen wir es eigentlich online oder mit SMS-Nachrichten. Das funktioniert eigentlich komplett unproblematisch. Dann Leipzig, ja, es ist Brettl-Ebendorten. Also ich weiß nicht, wer das kennt, aber es ist eher für einen Tagebau bekannt. Das heißt komplett eben, aber mittlerweile Seen dort. Es ist eine Seenlandschaft, die zum Crosslaufen einlädt, sagen wir so. Okay, also sowas kann also, man schon... Das also, kann man perfekt machen. Kann man Offroad sich ja, aber Höhenmeter, nee. Genau, also die Höhenmeter, die ich mache ich entweder im Fitnesscenter, also dann muss man Höhenmeter unter Anführungszeichen sehen, auf dem Stepper oder am Laufband und sonst auf der Müllhalde, die es in Leipzig gibt. Ja. Das ist sehr schon, steil, aber nicht hoch. Das habe ich aber schon gehört, weil ich glaube, wir hatten sogar jemanden schon mal da, die auch in der Nähe war oder aus der Gegend kommt und auch die Halde rauf und runter. Naja, wenn es hilft. Und ich muss sagen, nachdem der Flo und ich, wir sind jetzt da in Wien-Umland. Er hat für ein UTMB hat er trainiert am Kobenzl. Ich trainiere am Biesenberg. Also da ist die höchste Erhebung auch 200 Meter nach oben. Gell? Das ist jetzt auch nur so. Aber das ist ein massiver Berg im Vergleich zur Müllhalde in Leipzig. Die hat nämlich so 30 Höhenmeter. Ui, und das ist ein Rodelhügel. Ja, genau. Man sieht immer, wenn da die kleinen Kinder dann nebenbei euch. Und
ein Aspekt von der Frage habe ich noch nicht beantwortet. Ich bin halt so circa, sagen wir, 85% meiner Zeit in Leipzig derzeit. Mhm. Okay, das ist relativ viel. Ja. Also das ist so fürs Höhentraining oder fürs Bergtraining wahrscheinlich nicht so wahnsinnig toll, aber braucht es das? Ich sehe es gar nicht, ich sehe es nicht problematisch, eigentlich okay. Überhaupt nicht. Ich glaube, dass man nur, wenn es sehr viel bergauf und vor allem bergab geht, die Höhenmeter braucht, also nämlich die Höhenmeter bergab dann, dass man es im Wettkampf gewohnt ist. Aber bergauf kann man, glaube ich, sehr gut erstens am Radl und zweitens eben mit solchen Sachen wie Crosslauf oder Stepper kurz simulieren. Also das rein muskulär kann mich von der Belastung am Stepper am nächsten zu der Belastung im Rennen bergauf. Okay. Also das kann ich auf einem Hügel irgendwie gar nicht so gut simulieren. Ja, mir immer verwirrt, dass Radlfahrer bergauf, also da merkt man so richtig, was für Oberschenkel, dass da daher stapfen, also die wirklich wie so Maschinen den Berg aufpflügen und dann bergab quasi das Föttern beim Radlfahren halt einfach, weil, naja, im Radlfahren sitzt halt bergab oben. Da brauchst du eine andere Technik, um die Kurven fallen, nicht herfallen. Okay, das heißt so fürs Grundlagentraining und fürs grundsätzliche Training ist es gar nicht so dramatisch. Du baust es dann nur in die, ich würde mal sagen, spezifische Vorbereitung ein. Ja, genau. Mhm. Und da ist es dann wirklich, dann werden nur eine Handvoll Einheiten sein, die ich wirklich spezifisch mache für meine größeren Wettkämpfe. Und ja, da werde ich dann versuchen, dass ich irgendwo am Wochenende oder so hinfahre, wo ich das halbwegs kurz simulieren kann. Ja. Aber apropos große Wettkämpfe, ich glaube, dein großes Ziel jetzt einmal für das erste Halbjahr ist ja jetzt auch wirklich für Österreich WM antreten. Mhm. Auf welcher Distanz? Also was ist dein... Bist du dann eher der Bergläufer oder bist du eher der Trailläufer? Nein, ich bin schon der Trailläufer eindeutig. Also okay. Wie ich angemerkt habe, beim Berglauf gehöre ich einfach nicht zur Spitze dazu. Mhm. Das ist so. Im Traillauf geht es mir anscheinend besser. Okay. Und ja, da wäre die Short Distance mein Ziel. Mhm. Das sind, wenn ich es jetzt da richtig im Kopf habe, 30 oder 40 Kilometer, oder? Es ist ziemlich genau ein Marathon. Okay. 2700 Höhenmeter oder so. Nämlich gar nicht so wenig, aber Innsbruck ist ja, wenn die Strecken jetzt da nicht massivst anders sind, wie sie jetzt die letzten Jahre waren, jetzt da nicht wahnsinnig verblockt oder hochalpin, gut laufbar, aber schöne Trails, also wirklich viel Trails, wenig Asphalt, wenig Forststraßen, sondern schon viel Single Trail. Und das ist halt quasi dein Hauptziel jetzt für den Frühjahr. Bist genau, du da ja. Bist du schon jetzt da in der spezifischen Vorbereitung dafür? Also ist es jetzt da schon quasi Aufbau auf genau das hin? Ich habe davor noch ein anderes Ziel, nämlich einen Halbmarathon möchte ich möglichst schnell laufen. Okay. Einfach weil das vom Training her naheliegend ist in Leipzig und weil ich glaube, dass man das auch sehr viel für einen Bergmarathon oder Trail, wie man es jetzt bezeichnen will, helfen wird. Ist es im April im Rahmen des Leipzig-Marathons? Nein, ich werde wahrscheinlich, wenn alles passt, in Graz bei den österreichischen Meisterschaften am Start stehen. Ah, okay. Es ist jetzt eine der schlechtesten Fragen, die man so stellen kann, aber was ist ungefähr den Zeitraum, wo du ungefähr hin willst? Also
wo du sagst, okay, das wäre jetzt eine Zeit, mit der könnte ich gut leben, weil genau voraussagen kann man es ja eben schwer. Ja, ich bin auf der Straße bis jetzt einmal einen Lauf gelaufen, auf den ich sehr gut hintrainiert habe und das war letztes Jahr im Frühjahr 10-Kilometer-Lauf. Mhm. Das waren auch die österreichischen Meisterschaften, da bin ich 1:30-40 gerannt. Mhm. Und ja, also man kann dann ungefähr abschätzen, wie das beim Halbmarathon von der Zeit her sein sollte. Ich muss jetzt natürlich jetzt schauen, einfach wie es die nächsten Wochen das Training passt, aber ja, also ich werde mir schon dann eine konkrete Zeit vornehmen und die versuchen zu schaffen, aber jetzt ist noch zu früh, würde ich sagen, dass ich mir das genau ausrechne. Ja. Also gerade so die Meisterschaften sind ja nachher, glaube ich, auch ganz gut, weil da hat man zumindest einige Menschen, die... Ja, aber sie werden immer taktisch kaufen. Also, ja, aber die ambitioniert zumindest das Ganze angehen und es ist nicht einfach irgendein, weiß nicht, Winterlauf, Halbmarathon, wo du vielleicht allein auf weiter Flur bist, nach vorn oder nach hinten. Ja, das stimmt. Ja. Von der Zeit her hast du natürlich recht, dass im Zweifelsfall wird taktisch gelaufen. weil wenn es eine Meisterschaft ist, will man halt gewinnen. Ja. Aber zurück zur WM. Was ist da für so ein Marathon quasi mit Höhenmetern? Was sind da, oder wo würdest du sagen, was ist einmal die wichtigste Grundlage? Also ist die Grundschnelligkeit da entscheidend bei so einem Marathon? Und was sind so die Key-Einheiten, wo du sagst, okay, da musst du wirklich schauen, dass du das kannst, wenn du dort antrittst? Also was ist so die Voraussetzung, dass man dort überhaupt mitspielen kann? Geht es jetzt darum, dass man gewinnen will oder dass man es gut absolviert? Das ist, werde ich mal stark unterscheiden, glaube ich. Naja, ich glaube, dass man es, wenn man es so gut absolviert, wie man kann. Also möglichst schnell, einfach. Ich glaube, möglichst schnell, weil ja. dass du im Zweifelsfall immer noch ein taktisches Rennen haben kannst oder, weiß ich nicht, oder dass jemand außer deiner Liga läuft, nach vorne oder nach hinten, ist ja, das kannst du nicht beeinflussen. Ja, nein, aber es muss einmal sicher grundsätzliche Schnelligkeit vorhanden sein und da ist halt Straßenlauf oder sowas einfach ein gutes Mittel und ja, also ich rate eigentlich auch jedem dazu, dass es immer mal wieder auf der Straße bei einem 10-Kilometer-Lauf oder sowas ausprobiert. Mhm. Es muss ja nicht immer, also nicht am populärsten ist sicher der Marathon. Ich bin noch nie angelaufen auf der Straße. Und es gibt jede Menge andere starke Läufe in die Bergen, die auch noch nie angelaufen sind, einfach weil es eine eigene Belastung ist. Ja, und vor allem am Marathon braucht auch eine gewisse Vorbereitung und du hast noch du kannst nicht einfach gar einmal dazwischen einstreuen und am 10-Kilometer-Lauf schon. Genau, ja. Und ich würde aber sagen, dass man solche langen Rennen generell eher wie ein Marathon sehen sollte. Von der Vorbereitung her und von dem, wie man danach mit der Belastung umgeht. Also es wird teilweise einfach übertrieben viel an Wettkämpfen gelaufen. Es rächt sich dann meistens nach spätestens 2-3 Jahren durch Verletzungen. Ja. Diese Art von Verletzung habe ich, glaube ich, bisher vermeiden können. Und hat aber natürlich schon jede Menge Leute getroffen. Was braucht man, um schnell zu sein für sowas. Ich glaube, dass man sehr viel Durchhaltevermögen, nehmen wir es jetzt so, in einer relativ harten, aber jetzt nicht ganz, ganz harten Belastungszone braucht. Also dass man das einfach gut verkraften kann. Und das muss man jetzt nicht unbedingt einmal ganz spezifisch trainieren, denke ich mal. Ist das sowas, wie man es halt jetzt vom Marathon Vorbereitung bei Straßenläufer kennt, was man halt so landläufig Tempohärte nennt, dass man sagt, ich kann
an meiner Schwelle oder keine Ahnung, irgendwo in der Richtung, lang mich belasten, ohne zu explodieren. Ja, genau. Und das ist beim Berglauf genauso wichtig. Mhm. Was natürlich sehr hilfreich sein kann, ist, wenn man es schafft, dass man, wenn man mal in eine rote Zone kommt, dass man sich davon wiederholen kann. Ja. Kann man das trainieren? Vor allem, ich kann es nicht. Also, das ist wirklich eins von, ein großes Problem von mir, vor allem, wenn die Höhe auch noch dazu kommt. Mhm. Also, bei mir sind bisher alle Wettkämpfe, die ich in der Höhe gemacht habe, nicht ganz so optimal verlaufen. Der Schlägeis war vielleicht noch eher Ausnahme, wobei der auch schon nicht zu meinen besten Rennen gezählt hat, aber sonst waren sie eher katastrophal. Okay, warum? Weil die Belastung auf einmal so viel höher ist, weil es halt die Luft dünner ist? Oder ich kann es schwer sagen. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Mhm. Ich habe bis jetzt noch nie, einfach weil es zeitlich nicht drin war, eine komplette Höhenanpassung machen können. Mhm. Ich habe es probiert mit ganz wenig Schlaf auf der Höhe, also quasi gar keinen, oder ein paar Nächte, aber es war beide Male einfach so, dass ich immer weniger Energie gehabt habe während dem Rennen und irgendwann die Muskeln einfach gesagt haben, nein, mit mir geht's halt nicht. Und ja, Krämpfe und solche Sachen okay. bekommen habe. Oder am Schlägeis war es sogar so, dass ich angefangen habe, ein bisschen zu halluzinieren und solche Sachen, was bei einem technisch schwierigen Rennen auch nicht so ideal ist. Da bin ich dann sogar einmal kurz stehen geblieben, einfach weil ich gemerkt habe, ich bin einmal ganz klar im Kopf. Ich muss stehen bleiben. Das andere ist einfach zu gefährlich, gerade im Moment. Was in einem Rennen natürlich, ja, macht man es nicht gern. Ja, ja, ja. Ja, also es gibt Leute, die können das einfach sehr gut in der Höhe mit Kämpfen machen. Kann anscheinend einfach nicht dazu. Ja, ja, ja. Oder vielleicht fällt einmal so ein Höhentrainingslager oder was in die Richtung. Ja, kann sein, kann sein. Ja. Da ist vielleicht es kommt es da vielleicht entgegen, dass die quasi die Heim-WM jetzt da, ich würde jetzt mal sagen, relativ weit unten passiert. Ja. Weil es ist jetzt da kein, weiß ich nicht, kein Rennen auf einem 3000er, sondern es ist halt alles so auf, ich weiß auch nicht, wie hoch ist denn Innsbruck? 800 vielleicht oder 1000? Nein. Ist überhaupt zu hoch? Ah, nein, ich 600. Ja. Aber es geht drauf auf, was sehe ich da, denn der Trail Short auf 2300, 2400, so irgendwas. Das ist der höchste Punkt nachher. Und man ist nur relativ kurz oben. Genau, also genau. Es ist einmal kurz quasi über die 2000 auf, aber das war's dann. Ja. Und dann geht's nicht mehr bergab. Genau. Also, was auch sehr gut für mein Training jetzt entgegenkommen sollte, ist, dass die lange Bergabpassage ist nur ins Ziel. Das ist das, was ich gemeint habe mit, ich glaube, dass man sich im Flachen und am Rad sehr gut vorbereiten kann auf bergauf und ein einzelnes Mal ins Ziel bergab zu laufen. Heute würde es danach sein, wenn man nur mal bergauf muss, aber wenn das nicht der Fall ist, ist, glaube ich, eine Vorbereitung eben im Flachen und am Rad ganz okay. Ja, du kannst die quasi auf die letzten, was sind das, 4, 5, 6 Kilometer, kannst du die zerstören, ohne an morgen zu denken? Genau. Weil der nächste Anstieg, sprich morgen, gibt es dann Gott sei Dank nicht. Ja. Es gibt dann einen Shuttlebus. Aber es freut mich, vor allem fände es sehr, sehr cool, wenn du wirklich starten kannst, weil das ist ja noch nicht klar, weil Österreich nominiert ja erst später, so wirklich fix. Was ich spannend finde, also ich hoffe immer noch, dass Österreich das volle Kontingent in alle Strecken ausschöpft, weil es ist halt auch Heim-WM. Dass man das in Thailand nicht macht oder weiß ich nicht wo, okay, geschenkt. Aber also wenn
USA, Kanada, Italien und so weiter voll ausschöpfen einer Kontingent und wir machen es im eigenen Land nicht, dann das wäre halt schade. Ich hoffe auch, dass eben das volle Kontingent ausgeschöpft wird und die bestmöglichen österreichischen Athleten am Start stehen werden. Ja. Nein, das hoffe ich auch, weil ich habe jetzt schon aber bei den Deutschen mitgekriegt, dass wirklich schnelle Athleten vielleicht an entweder nicht nominiert werden oder nicht antreten, weil sie halt Profi-Dasein haben und woanders quasi, wie soll ich sagen, ja, es ist im Trailsport sind halt andere Rennen manchmal noch prestigeträchtiger als eine WM. Was ich halt schade finde. Ich glaube, dass er sich jetzt in dem neuen Format eben seit Thailand letztes Jahr, dass das schon sehr hoch angesehen ist. Ich hoffe auch und ich hoffe, dass auch jetzt da in Innsbruck, ich glaube auch, dass wenn es da jetzt da wirklich quasi in der Dachregion richtig ankommt mit einer WM, dass es dann dass der Wert von einer WM wirklich dann im Vergleich zu Einzelrennen, ob das jetzt ein Western States oder UTMB oder was auch immer ist, auch im Trail nochmal so richtig ankommt. Dann fällt noch eine WM wahrscheinlich in Amerika, dass es dort auch nochmal quasi in der Szene ankommt und dann sollte sich das eigentlich zumindest einmal im Jahr von irgendwelchen Einzel-Events absetzen können. Ja. Mhm. Aber gerade Verein, Jugend- und Verbandsarbeit, also, und weil du auch gesagt hast, du bist jetzt da in deiner Jugend, späteren Jugend, würde ich mal sagen, also wenn du gesagt hast, du im Auslandssemester, in diese Vereinsstrukturen in Eindhoven reingefallen, hast du dort halt engagiert. Meinst du, da kann Österreich noch gerade im Laufen oder im Trail was machen oder tut sich da jetzt da gerade was? Oder wie kann man junge Athleten und auch unterstützen? Ich glaube mal, dass notwendig ist, dass viel mehr in Österreich an solchen Strukturen vorhanden sein sollten. Ob es jetzt tatsächlich mehr oder weniger werden, ich glaube, der Unterschied ist innerhalb von den letzten Jahren nicht wirklich also groß geworden. Mhm. Vielleicht ändert sich derzeit was, aber wie gesagt, das ist eher im Minimalbereich, wenn man es eben vergleicht mit zum Beispiel den Niederlande. Wenn man direkt den Vergleich sieht, dann ist der Unterschied gigantisch und ich hoffe schon, dass mehr an Leichtathletikvereinen generell geschafft werden. Mir persönlich würde es natürlich freuen, wenn es im Berglauf und Traillauf sein wird. Es gibt einen österreichischen Verband, unabhängig vom ÖLV, nämlich die ATRA, ja, die da ein bisschen Arbeit leistet, aber ja, es ist halt einfach zu klein, würde ich sagen, wirklich was Größeres zu machen. Es ist mehr oder weniger ehrenamtlich von zwei Handvoll Leuten. Ja. Man überhaupt zwei Handvoll. Ja. ja, natürlich. Das ist ein bisschen schade, vor allem ich finde es deswegen schade, weil wenn es um Berglauf geht, um Traillauf, hast du halt bis aufs Burgenland, die haben zwar das schönste Gebirge Österreichs mit dem Trail, mit dem Leitergebirge, aber sonst nicht viel, aber alle anderen Bundesländer haben halt wirklich Hügel, Berg, Trails vor der Haustür. Das wundert mich, dass man sagt, okay, das ist, ja, im Endeffekt, das ist wie Skifahren, das ist aufgelegt in Österreich. Ja, ich glaube, dass irgendwie eine stärkere Verbindung mit Schuhen gesucht werden müssen und dass man die Kinder einfach direkt für den Sport begeistern kann. Und ja, es braucht nämlich auch nicht viel. Ich meine, Laufen ist jetzt echt kein im Gegensatz zum Tennis, wo du sagst, okay, wenn ich da gut sein will, dann muss ich wirklich Geld einzahlen oder, weiß ich nicht,
Golf oder Motorsport oder keine Ahnung, was du halt wirklich Infrastruktur und oder Geld brauchst, ist Laufen eigentlich super low level. Ja, ich meine, beim Laufen gibt es auch Infrastruktur, die man schaffen kann und die auch wertvoll sein kann, wie Laufbahnen zum Beispiel. Aber die sind, glaube ich, nicht einmal so ausschlaggebend, sondern eben einfach die Vereine und ein Ort, wo sie die Kinder für den Sport treffen, wie auch immer der jetzt ausschaut. Das kann ein einfaches Vereinshaus sein oder kann ein Gebäude sein, was auf viele verschiedene Arten genutzt wird. Ja. Aber es muss halt einfach eine Person geben, die sich dem annimmt und das organisiert. Und ich glaube, an dem fällt es, an den Personen selbst, die das in die Hand nehmen. Ja, das ist ja, in Österreich hast du in jedem Dorf quasi einen Skiverein, weil da sind die Personen vorhanden und wenn du die gleiche Anzahl an Menschen quasi in den Sport schmeißen würdest, wird sicher ein gewaltiger Sprung passieren. Glaubst du, es fehlt auch ein bisschen an irgendeiner, das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch wahrscheinlich, an so einer Leuchtfigur, an irgendjemanden, was heißt die, beim Tennis spielen, an Thomas Muster, an dem sich, glaube ich, zwei ganze Generationen aufgeschaut haben und gesagt, ich möchte auch mal sein wie der Muster. Oder beim Skifahren hast du halt an Hermann Mayer oder beim an Gerhard Berger beim Motorsport, wo nachher was weitergegangen ist, dass du wirklich sagst, okay, ich hab da jemanden, was weiß ich, in Norwegen, die Ingebrigtsen, wo einfach da ist irgendwo, wo die Jugend sagt, das sind cool, das sind geil, da, das wollen wir auch. Es ist, war halt sicher sehr hilfreich, ja. Und da gibt es wahrscheinlich durch Social Media und auch durch eigene Berichterstattungen, wie es bei der Golden Trail Series passiert, Möglichkeiten. Und ja, war halt natürlich super, wenn es einen Top-Athleten in Österreich gebe, der einfach ganz, ganz vorn immer mit dabei ist und dem man als solche, so eine Leuchtfigur in Szene setzen kann. Ja. Da wird jetzt dann, wie soll ich es jetzt sagen, dann bemühe ich halt ein bisschen. Ja. Also, man muss da schon ein bisschen was erwarten können. Aber no pressure. Nein, aber sowas wäre, glaube ich, wär wirklich gerade in Österreich richtig schön, wenn sie für den Bergsport oder viel Leute interessieren würden wieder. Ja, es hat ja schon mehrere österreichische Berglauf-Weltmeisterrennen gegeben. Ja, richtig. Und wenn das jetzt quasi über Social Media und so gut verbreitet wird, das könnte schon cool werden in Österreich. Hast du dir weiter in der Saison, also wenn du sagst, okay, du hast einen Halbmarathon vor, du hast die WM vor, wo du wirklich quasi dann hinschaust und du hast gesagt, du willst so ein bisschen Richtung, naja, nennen wir es mal einfache Trails gehen, hast du dir schon irgendwas vorgenommen oder ist das jetzt da alles so, jetzt mal Halbmarathon WM und dann schauen wir? Ja, es ist immer so mal schauen, einfach, dass bis zur WM mit dem Fuß alles passt und dass ich verletzungstechnisch mir nicht nur mal was einfange. Und nach der WM werde ich vermutlich einfach einmal eine Pause machen, eine kurze, und dann neu aufbauen in irgendeiner Art und Weise. Es gibt ein paar Möglichkeiten für danach. Eine ist eben bei der Golden Trail Series, also bei der nationalen vor allem, einfach weil die gar nicht kenne, die Serie, und auch nicht genau weiß, wo ich liege. Ich meine, nicht kennen, ich weiß nicht, wie die Rennen alle genau ausschauen. Ich bin die Rennen noch nicht gelaufen. Ich weiß nicht genau, wie ich im Vergleich mit der Konkurrenz liege und auch wie mit diesen Rennen selbst zurecht kann, wenn sie einfach eine Spur schneller laufen werden können als
als die Sky Races, die ich sonst überwiegend gemacht habe. Ja, und wenn es jetzt nicht unbedingt so gut klappt mit dem Fuß, dann werde ich wahrscheinlich eher irgendwas auf der Straße suchen. Mhm. Und ja, das geht typischerweise mit einem lädierten Fußgelenk wesentlich einfacher und besser als jetzt am Berg. Ja. Naja, klar. Also da musst du eher nur auf Straßenbahnschienen und Randsteine aufpassen. Aber sonst da passiert das selten was unvorhergesehen ist. Ja. Mit den Carbon-Schuhen teilweise wirklich aufpassen muss. Achso, ja, stimmt. Die sind auch ein bisschen sind hoch und ein bisschen instabiler. Ja, stimmt. Ja. ja, oder der Timon Theurer, der hat letztes Jahr beim Marathon einmal kurz und aufpasst und zack ist er gelegen. Und vorbei war der Marathon. Genauso habe ich mir das letzte Mal das Außenband gerissen bei einer Abdeckung, die rutschig war. Ja, das ist man fällt dann doch schneller her, als man glaubt. Leider. Ja. Ja. Aber die Golden Trail Series ist ja, man, die startet ja jetzt da schon, also jetzt da schon im Mai, also vor der WM. Aber selbst wenn du wahrscheinlich dann noch Pause machst, so ab Zermatt quasi, also ab Juli, hättest dann mehr als die Hälfte der Serie noch, die dieses Jahr quasi da wäre. Genau, oder, oder ist das, weil du vorher gesagt hast, dieser Takt ist sehr hoch. Ist das zu hoch? Weil die haben ja quasi jedes Monat haben die was. Und wobei ich weiß nicht, ob man da alle Rennen läuft dann überhaupt oder ob Nein, man dann es zählen die besten zwei Ergebnisse. Okay. Ah, ich schaue gerade. Das vom Saisonfinale. Also es waren drei Rennen. Ich fand drei Rennen plus die WM und den Halbmarathon ist schon sehr viel für meinen Geschmack. Ja. Und ja, ich muss eben dann schauen, wie es mir selbst geht und ob das möglich ist. Wenn alles passt und ich mich einmal wieder gut erholen kann, ist noch für mich, glaube ich, grundsätzlich okay, aber wie gesagt, lieber war es mir, wenn es eher weniger sind. Ja, nein, vor allem sieht man, sind da zwei Rennen, der Pitztal Alpine Glacier Trail und sehr, sehr nahe innerhalb direkt von einer Woche. Also, genau, das ist, ich glaube nicht, dass das jemand back-to-back läuft. Beides auf Angriff. Das wäre wahrscheinlich gar ein bisschen viel. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, also es ist, glaube ich, ab und zu okay, dass man Wettkämpfe innerhalb von kurzen Zeitraum hat. Und man muss sich halt auch bewusst sein, dass man dem Körper dann irgendwann anders wahrscheinlich mehr Zeit geben wird. Müssen, damit er sich erholt. Dass du dann wirklich eine gescheite Erholungsphase hast und nicht nur eine Woche oder zwei. Ja, aber da wird dir wahrscheinlich bei dem Ganzen eine gar strenge Trainerin zur Hand stehen und sagen, nein, das machst du nicht. Das bauen wir auch wieder gescheit auf. Sonst tut es wieder weh am Ende. Aber das ist schon mal ein cooler Ausblick auf diese Saison. Wie gesagt, ich hoffe, dass das alles klappt und dass du wirklich bei der WM auch antreten kannst, also dass du soweit fit bist und dann dort wirklich mal vor Heimpublikum zeigen kannst, was geht. Das war definitiv mein Wunsch, ja. Ich möchte dich dort schon sehen. Also wir fahren da extra hin. Das hilft jetzt nichts. Nein, aber ich bin schon sehr gespannt. Ich werde das ein bisschen mitverfolgen, was sie bis dorthin tut. Und freue mich schon drauf, weil, wie gesagt, so viele Top-Läufer haben wir jetzt da in Österreich auch nicht. Und es ist immer cool, wenn jemand noch einige Rennen und Jahre vor sich hat und nicht jetzt da schon sagt, ja, jetzt mache ich noch ein, zwei Jahre und dann Masters Class.
Ich hoffe, dass sie noch einige Jahre ergeben. Ja, also ich habe tatsächlich jetzt vor allem mit den Verletzungen in letzter Zeit, die quasi, obwohl ich schon so viel versucht habe, dagegen zu machen, auf teilweise wirklich blöde Art und Weise passiert sind. Eben wie gesagt, einmal auf einem rutschigen Untergrund auf der Straße umgeknickt. Also wenn man sich denkt, das gibt's ja quasi gar nicht. habe ich wirklich überlegt, ob ich es nicht einfach sein lassen sollte. Aber es ist einfach der Genuss zu groß und ich fühle mich irgendwie nicht so, als hätte ich alles gemacht, was ich machen will. Also es gibt einfach Pläne und Ziele, die noch erreichen mich hat. Und ja, da konnte ich quasi nicht mit mir selbst anders haben, sagen. Also ich probiere es einfach noch einige Jahre, möglichst viele Jahre. Und genau. Kein Laufen, nicht Laufen ist auch keine Lösung. Ja. Nein, aber das, ich hoffe wirklich, dass wir dich noch nicht nur dieses Jahr, sondern wirklich noch länger dann sehen und verfolgen dürfen und freue mich schon drauf. Ja, würde sagen, vielen Dank und bis spätestens Anfang Juni. Ich sage auch vielen Dank und mir wird es natürlich wahnsinnig gefallen, wenn man möglichst viel Leute auf der Strecke irgendwie sehen von den Zuhörern. Oh ja, oh ja. Da ordentliche Heimstimmung produzieren. Ja, na, das würde ich mir auch sehr wünschen. Ja. Also, alle hinfahren. Super. Na, passt. Dann vielen Dank und einen schönen Abend. Ciao.